immer dasselbe, wenn ich nach New York komme. Am ersten Tag gehe ich zu Peter Luger. Und die Steaks sind noch genauso gut wie vor 35 Jahren. Hast du schon kommen? Wenn ein Österreicher oder Deutscher kommt, dann fangst du ihn speziell. Aber freilich. Und ein Schnapsel hinten noch zur Verdauung. Das kriege ich aber jetzt auch noch. Aber freilich. Komm, bring sofort. Setz dich nieder, wir bringen einen Schnaps. Genau. Einer der Plätze, wo sich die Leute, wie man sieht, anstellen. Wartezeit eine halbe Stunde, damit man sich drinnen wieder anstellen kann, was zum Essen zu bekommen. Aber es ist gut. Sehr, sehr sättigend. Man kann es kaum essen. Aber wenn Sie nach New York kommen, einmal probieren. Wirklich gut. Allerdings, damit kann ich eine fünfköpfige Familie ernähren. Und zwar über zwei Tage. Hier in New York ist das beste, angeblich beste, japanische Restaurant außerhalb von Japan. Das Masa. Allerdings kostet dort ein Menü über 600 Dollar. Ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten, dann gehe ich lieber in die Bar Masa als das Zweitlokal. Das ist angeblich genauso gut und deutlich billiger. Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen enttäuschend. Für das viele Geld hätte ich mir ein bisschen mehr Qualität gewünscht, ein bisschen mehr Würze und so. Da geht man besser, um ehrlich zu sein, ins Nobu oder ins Sushi Yahusa und so weiter. Und bei den Preisen kein Wein unter 100 Dollar. Also nicht schlecht, aber ehrlich gesagt zu teuer und es gibt es woanders besser. Das ist eine wunderbare Ente mit einer Senfmischung, dann hier Brussels Sprouts.
wirklich hervorragend. It is traditional eating with your hands, so we are providing you guys with wet napkins. Is my hands? Excuse me, yes, for your hands. Sozusagen koreanische Krapfen. Hm? Fusilli, gnocchetti, spaghetti, ravioli. Ravioli. Das ist der Tintenfisch. Hm. So, das ist der Chelsea Market hinter mir. Da gibt es dann die 60 verschiedene Feststände und auch ein paar Geschäfte. Der lustigste Platz, wo man zum Mittag in New York was Gutes essen kann. Die Leute, die haben sich Ketchup drauf und alles Mögliche. Da schmeckt man nur leider und der Oyster nicht mehr. Deswegen habe ich am liebsten nur Zitronen. Das Weiße auf der 11. Straße. Seit 20 Jahren hat Kurt Guttenbrunner, ein Österreicher, hier einen Michelin-Stern erkocht. Das ist wirklich gut und vor allem die Kunst, die drinnen hängt, ist bemerkenswert. Aber wir gehen jetzt rein und werden kein Wiener Schnitzel bestellen. Das ist zwar hier das Beste von New York, aber Schnitzel kriege ich auch zu Hause. Ich werde mir eine Kastaniensuppe und ein Reh bestellen, das hier angeblich geschossen wurde in der New Yorker Umgebung. Ich freue mich schon darauf und schauen wir es uns an. Hier schaut er mir über die Schulter, der Kurt Guttenbrunner, der Koch von Walsee. Und ich konzentriere mich jetzt auf das Reh mit Rotkraut und ein bisschen Kartoffelpüree. Das ist der Apfelstrudel und das ist der Chef. Ja? Bravo. So they talked and